Hallo bei 9,5. Gerade stellt ja das Coronavirus unseren Alltag einmal komplett auf den Kopf. Alle Schulen sind geschlossen, viele Geschäfte mussten zumachen und auch Spielplätze zum Beispiel. Warum das so ist und wie ihr euch in dieser Situation gerade fühlt, darum geht es hier heute bei uns. Ich habe ein paar von euch gefragt, wie es euch mit der aktuellen Lage geht und ich habe eine Menge Handybotschaften bekommen. Also es ist schon erschreckend, dass das Corona bis nach Deutschland gekommen ist. Cool ist, dass man dann zu Hause bleiben kann und zu Hause dann online lernt. Ich nehme das eigentlich ganz lässig, weil für mich Coronavirus kein großes Problem ist. Ich finde es auch ganz cool, weil wir halt keine Schule haben. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um meine Großeltern, da die Vorerkrankungen haben. Also es hat Vorteile und Nachteile. Also dass die Schule geschlossen ist und man Pausen machen kann, das finde ich so gut. Dass das Basketballtraining ausfällt, das finde ich halt nicht so cool. Ja, ich habe ein bisschen Angst, weil mir tun die Leute leid, die da den Virus schon haben. Ich finde es sehr schade, dass die Schule im Moment ausfällt, weil ich sehr viele Aktivitäten in der Schule mache. Außerdem wurde der Austausch nach Frankreich abgesagt, auf den ich mich schon sehr gefreut hatte. Aber nicht nur Schulen und Vereine bleiben geschlossen. Auch Veranstaltungen, bei denen viele Leute zusammenkommen, wurden sicherheitshalber abgesagt. Konzerte fallen aus, Kinos sind geschlossen, Sportveranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspiele abgesagt. Es soll nicht mehr gereist werden und wir werden dazu aufgefordert, auch privat möglichst wenige Menschen zu treffen und am besten zu Hause zu bleiben. Die Krankheit, die das Coronavirus auslöst, verläuft bei den meisten Menschen, die sich angesteckt haben, in der Regel harmlos. Problematisch kann sie aber für alte Menschen werden oder auch für andere, die schon krank sind. Denn deren Immunsystem ist oft nicht richtig fit und kann deshalb nicht so gut gegen die Krankheit ankämpfen. Ihnen kann es nach einer Ansteckung so schlecht gehen, dass sie ins Krankenhaus müssen. Auch wenn die Krankenhäuser in Deutschland gut vorbereitet sind, gibt es dort natürlich schon andere Kranke und insgesamt eine begrenzte Anzahl von Betten. Und natürlich auch eine begrenzte Anzahl an Ärztinnen und Ärzten und Pflegepersonal. Damit alle schwer erkrankten Menschen im Krankenhaus gut versorgt werden können, ist es also wichtig, dass nicht zu viele gleichzeitig krank werden. Gerade gibt es aber die Sorge, dass infizierte Menschen, die vielleicht noch gar nicht bemerkt haben, dass sie das Virus in sich tragen, andere anstecken und die dann wiederum andere. So könnte es zu einem plötzlichen, starken Anstieg der Krankheitsfälle kommen. Durch die Schließung von Schulen und Grenzen und durch die vielen anderen Einschränkungen soll das verhindert werden. Wichtig zu wissen ist aber auch, viele Infizierte können die Krankheit ganz einfach zu Hause auskurieren. Ich frage mich, wie es ist, wenn man sich mit dem Coronavirus angesteckt hat und krank wird. Dafür spreche ich per Videocall mit Cornelia und Birgit. Birgit und ihr Mann haben sich mit dem Virus infiziert, Cornelia nicht. Trotzdem musste die ganze Familie zu Hause in Quarantäne bleiben. Inzwischen ist Birgit wieder gesund. Wie geht's euch? Sehr gut, danke. Ja, sehr gut. Und wie war das für dich, Birgit? Ich meine, die meisten von uns hatten das Coronavirus nicht. Wie fühlt sich das überhaupt an, das zu haben? Ich mache sehr viel Sport und hatte zusätzlich Gliederschmerzen und Muskelschmerzen, die ich als erstes gar nicht auf einen Virus zurückgeführt habe, weil durch den Sport habe ich mir gedacht, okay, du hast einen Muskelkater. Dann ist aber Ermüdung dazugekommen und Erschöpfung, ein Husten. Weißt du, wie das passiert ist oder wo? Mit aller Voraussicht bei uns zu Hause. Das ist jetzt Spekulation, liebe Freunde von uns, die zu Besuch waren, dass sie uns angesteckt haben, unabsichtlich. Und Cornelia, wie war das für dich, als du das dann erfahren hast und dann weiß man, okay, meine Mama hat jetzt dieses Virus, wie hat sich das für dich angefühlt? Ich hatte noch nie so große Angst vor dem Virus, aber ich habe es auch nicht auf die leichte Schulter genommen, weil man einfach noch nicht so viel über den Virus weiß. Cornelia, wie war das für dich? Du warst ja völlig gesund, einfach zu Hause, die ganze Zeit mit deiner Familie, wie war das? Also ich habe oft in meinem Zimmer verbracht, einfach wegen dem Sicherheitsabstand und ich hatte auch wirklich keine Lust, den Coronavirus zu haben. Und ja, in meinem Zimmer, ich habe oft Filme geschaut, ich habe gelesen, manchmal auch gelernt, weil ich habe oft haben mir Freunde etwas von der Schule geschickt, aber sonst noch gegessen und sonst eigentlich nicht viel. Wie habt ihr denn dann Essen bekommen zum Beispiel?
ganz liebe Freunde, die nicht in Quarantäne waren, sind für uns einkaufen gegangen, haben uns dann angeläutet, sind dann ganz schnell wieder weg von unserer Haustür und haben uns das Essen vor die Tür gestellt. Alles klar, ihr zwei. Dann wünsche ich euch erstmal heute noch einen schönen Tag und dann noch eine gute Restzeit zu Hause. Und ich drücke uns allen die Daumen, dass das bald überstanden ist. Das hoffen wir auch. Und wir wünschen den Kindern eine schöne Zeit zu Hause und die Zeit nutzen, um zu basteln, um zu spielen. Und das wird sicherlich über die Runden gehen. Das glaube ich auch. Bis bald und ich drücke die Daumen. Tschüssi. Tschüss. Also, die Familie ist noch ganz entspannt. Wir haben auch gerade gesehen, es geht allen gut. Und so ist es tatsächlich auch bei ganz vielen, die sich mit dem Coronavirus anstecken. Trotzdem müssen wir alle zusammen dafür sorgen, dass sich das Virus so langsam und so wenig wie möglich in der Gesellschaft verbreitet. Und das geht so. Tipp 1. Hände waschen. Und zwar oft und richtig. Wascht die Hände mehrmals täglich. Zum Beispiel immer, wenn ihr nach Hause kommt, vor dem Essen oder wenn ihr in der Bahn oder im Bus etwas angefasst habt. Ordentlich einseifen und dann 30 Sekunden schrubben. Das ist etwa so lange, wie es braucht, um zweimal Happy Birthday zu singen. Happy Birthday to you. Wichtig, vergesst nicht den Handrücken, die Fingerspitzen, die Fingerzwischenräume, den Daumen und die Fingernägel. Tipp 2. Wenig Körperkontakt. Wenn ihr Freundinnen und Freunde trefft, verzichtet auf Umarmungen, Händeschütteln und Co. Lieber einfach mal nett winken. Haltet etwas mehr Abstand voneinander als sonst. Am besten 1,5 Meter. Tipp 3. Richtig husten und niesen. Wichtig ist, nicht in die Hände. So könntet ihr mögliche Viren leicht weiterverteilen. Nehmt am besten euren Ellenbogen. Und benutzte Papiertaschentücher gehören direkt in den Müll. Tipp 4. Aufpassen beim Anfassen. Viren können an vielen Oberflächen haften und dort eine Weile überleben. Deshalb versucht möglichst wenig Stellen anzufassen, die von vielen Menschen berührt werden. Türen kann man übrigens auch mit dem Ellenbogen öffnen. Versucht euch außerdem möglichst wenig ins Gesicht zu fassen. Von der Hand können Krankheitserreger leicht über Augen, Nase oder Mund durch die Schleimhäute in den Körper eindringen. All das machen wir ja, um Menschen mit einem geschwächten Immunsystem zu schützen. Und dazu gehören unter anderem auch ältere Menschen. So, und da stellt sich jetzt die Frage, wie gehen wir dann mit Oma und Opa um? Genau das habe ich einen Experten gefragt, und zwar den Arzt Dr. Carsten Krapps. Also Gründe gibt es eine ganze Reihe, warum gerade ältere Menschen im Moment nicht mit Kindern in Kontakt sind. Also man kann natürlich versuchen, das so zu erklären, dass zum einen Kinder, wenn sie sich anstecken, kaum oder fast ganz häufig keinerlei Symptome haben. Das heißt, man erkennt ihnen nicht an, ob sie erkrankt sind oder nicht. Und auf der anderen Seite, ältere Menschen erkranken natürlich auch. Aber wenn sie erkranken, haben sie häufiger schwere Verläufe. Das heißt, das Erscheinungsbild der Krankheit ist letztendlich schwerer als bei den Kindern. Wenn man das jetzt schon mal zusammennimmt, dann sieht man, auf der einen Seite habe ich jemanden, der die Infektion weiter, die Erkrankung weitertragen kann, der keine Symptome hat, und jemand, der natürlich auch angesteckt werden kann und sehr empfänglich dafür ist, weil er eine schwere Erkrankung entwickelt. Also sollte man diese beiden Gruppen natürlich sinnvollerweise schon mal nicht zusammenbringen. Das heißt, Enkel und Großeltern sollten sich eine Weile aus dem Weg gehen. Also gerade ist es vor allem wichtig, dass wir alle mithelfen und Rücksicht aufeinander nehmen, damit das Virus sich nicht noch weiter ausbreitet. Und denkt auch dran, in der Regel, wenn man gesund ist, dann ist es gar kein großes Problem, wenn man sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie geht's euch denn in der aktuellen Situation? Was sind so eure Gedanken? Was sind eure Gefühle? Schreibt uns die gerne auf www.neuneinhalb.de und dann sag ich Tschüss, bis nächste Woche.